Jo, hallo, herzlich willkommen zu der Elder Scrolls Online. Wir machen mit der Hauptquest auf Kenaris. Kenartis? Wie heißt das gleich richtig? Warum ich? Kenartis. Kenartis Rast. Weiter. Allerdings nicht mit Velaya, sondern mit Kalrissa. Die ist genauso weit mit der Quest. Und ja, sprechen wir mal Rasum da. Bleibt bei Verstand, meine neue Freundin. Die Häuser Mistrals ziehen dunkle Schatten und Vipern lauern im hohen Gras. Was meint ihr? Mistral ist das Juwel der südlichen Meere. Ein freier Hafen mit Handelsverbindungen nach Halb-Tamriel. Botschafter des Dominions sind vor Wochen eingetroffen, um über seinen Beitritt in die Allianz zu verhandeln. Leider ging dies nicht reibungslos vonstatten. Warum? Was ist geschehen? Kenartis Rast hat ein altes Abkommen mit den Maorma. Sie behaupten, die Flotte des Dominions hätte in ihre heimatlichen Gewässer vordringen wollen. Das ist bei den Verhandlungen eine echte Streitfrage. Der Silvenar könnte etwas Hilfe gebrauchen. Sucht ihn und gebt ihm diese Marke. Dann wird er wissen, dass ihr eine Freundin seid. Die Marke von Rasum da nehmen? Ohne die Unterstützung von Mistral wird das Dominion seine südlichen Küste nur unzureichend beschützen können. Aber wir sind nicht hier, um irgendetwas zu erobern. Der Silvenar weiß das. Er ist in der Kanzlei und sucht nach einer friedlichen Lösung. Er erzählt mir vom Dominion. Die Hochelfen, Waldelfen und Khajiit haben sich unter dem Adlerbanner vereint. Sie möchten unsere Grenzen vor Invasoren sichern. Vor dem Bündnis und dem Pakt. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Und natürlich führt Königin Eiren unser Dominion. Okay, die Information, die hätte ich vor, ja, weiß nicht, 30 Folgen gebraucht. Aber ich mache das jetzt irgendwie auch nicht in der richtigen Reihenfolge durch. Ich hätte zuerst hier in Kenartis Rast questen sollen, bevor ich Audit und durchstelle, habe ich ja schon mal erwähnt. Und deswegen dieser Anachronismus. Euch fällt es vielleicht auf. Deswegen erkläre ich das nochmal. Nochmal, wer ist der Silvenar? Er ist die Stimme und der Geist der Waldelfen. Sie sagen, er ist, war und wird ihr größter Anführer sein. Was auch immer das bedeuten mag. Dieser kennt ihn als unübertroffenen Diplomaten. Er ist außerdem die größte Hoffnung des Dominions, diese Angelegenheit friedlich zu lösen. Wer seid ihr? Rasumdar ist nur ein einfacher Khajiit. Er wünscht sich nur das Beste für die Leute von Tamriel. Und einen Sattel, der den Schwanz nicht einklemmt. Eines Tages... Das Reiten dürfte für ihn wirklich nicht angenehm sein. Gut, also... Wie kommt ihr darauf? Wirklich, wart stillschweigend darüber. Ich bin desertiert, erinnert ihr euch? Ha, Feigling! Ihr wart nicht dort. Ihr wärt auch geflohen, wenn ihr gesehen hättet, was sie von uns verlangten. Ihr beruhigt euch jetzt beide. Glolo, tun sie es? Ich weiß nicht, manchmal. Sie haben eine Menge Gold. Wenn sie Söldner anheuern, dann um jemanden zu bekämpfen, der ihnen zu unwichtig ist. Oder um einen Feind einzustampfen. Wenn noch etwas übrig ist, werdet ihr gut bezahlt. Wenn nicht... Wer spricht denn das? Sind es die drei gerade gewesen? Beste Waren zu fairen Preisen. Ja, gut, egal. Wir haben aber zugehört. Ich habe übrigens... Ich hoffe, ich habe das wirklich bekommen. Etwas entbehren? Wo ist es denn? Hier etwa? Muss hier sein. Oder warte mal, ist es noch an der Post? Nö, ist es nicht. Wo haben wir es denn? Geist aus dem hohen Rotka, das habe ich besucht. Das wenden wir mal an. So, das ist ein kleines Pet, das habe ich bekommen für... dafür, dass ich seit Anfang an bei der Elder Scrolls Online dabei bin und seitdem das Abo fortgeführt habe, ist es so eine kleine Belohnung. Und nachdem Velaya schon einige Pets hat und Kalrissa eben keines, habe ich ihr das gegeben. Ich weiß nicht, ob der was kann oder ob der einfach nur da ist. Das werden wir raus sind. Wenn das, hallo. Wenn der mitkämpft, das wäre natürlich eine tolle Sache irgendwie, ne? Sprecht mit dem Silvenar, wir müssen da lang. Ist der Silvenar blind? Jo, nettes Gimmick. Jeder dieser Meereselfen ist eine bösartige Schlange, die nur darauf wartet, zuzuschlagen.
Wir hätten diesen Ort schon bei unserer Ankunft von diesem Maorma-Abschaum befreien sollen. Tjo, dann? Lorkhan möge sie alle holen. Warum verhandelt der Silvenar mit diesen dreckigen Maormern? Was habt ihr gegen den Maormer? Diese Piraten sind ein Dorn im Auge jedes Hochelfen. Sie kapern unsere Handelsschiffe und überfallen unsere Siedlungen. Wenn ich etwas zu sagen hätte, würden wir nur mit dem Schwert an ihren Kehlen mit ihnen verhandeln. Ja, du redest dich leicht. Du bist ja gar nicht in der Gefahr, zum Kriegsdienst eingezogen zu werden. Das sind immer die Richtigen. Habt ihr denn bei den Verhandlungen nichts zu sagen? Nicht, solange der Silvenar Diplomatie mit Kapitulation verwechselt. Er ist mit dem Rest von ihnen da drinnen und tut so, als würde diese ganze Sache nicht so oder so in Blutvergießen enden. Geht und schaut euch diese Farce selbst einmal an. Und tschüss. Jo, schauen wir uns das mal an. Seid gegrüßt. Grüß dich. So, eine Farce. Ja, warte mal, vielleicht lesen wir zuerst das. Immer mehr Banditenüberfälle. Oberhaupt Harani, auch wenn dieser hier versteht, dass die Wachen dabei gebraucht wird, Mistral nach dem Sturm wieder aufzubauen, hat das Einstellen der normalen Streifen zu einer Zunahme von Banditenüberfällen auf den Straßen geführt. Man kann kaum noch seinen Stand verlassen, ohne sofort von Rohlingen angegangen zu werden. Wenn es nicht Banditen sind, sind es Harpien, die von den schweren Winden landeinwärts getrieben werden. Wenn es nicht Harpien sind, werden Plünderer, die unsere Waren mit dem Treibgut verwechseln, an Land gespült. Kapusa hat zwei Söldner unter Vertrag genommen, die sich um das Problem kümmern, aber nicht alle von uns können sich das leisten. Wann können wir mit der Wiederaufnahme der Streife rechnen? In geduldiger Erwartung eurer Antwort. Kapusa, Kaffern. Ratten in der Ernte. Oberhaupt Harani, einige unserer Häuser wurden während des Sturms beschädigt und eine enorme Menge Ratten hat sich über unsere Felder hergemacht. Auch wenn wir die Ratten unter Kontrolle gebracht haben, möchten wir nachfragen, wenn wir mit Hilfe rechnen können. Wir haben hier auf der Windfängerplantage keine gelernten Architekten. Auch wenn die meisten von uns in der Lage sind, einfache Reparaturen durchzuführen, können wir ohne Hilfe von Mistral nicht alles wieder auf Vordermann bringen. Wir geben unser Bestes, während wir auf eure Antwort warten. Euer ergebener Diener, Silat. Gut, haben wir ein bisschen was über die Situation hier erfahren. Dann sprechen wir mal den Silvenar an. Verzeiht mir, Freundin. Die Ankunft des Dominions auf Kenatis Rast hat die Einheimischen beunruhigt. Mir fällt es zu, die Wasser zu glätten. Bitte nehmt euch Speis und Trank. Ich werde gerne mit euch sprechen, sobald diese Sache erledigt ist. Jawohl, ich fall gleich über das kalte Buffet. Den Silvenar Rat zum Das Mark aus. Wie unerwartet! Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Freund. Dürfte ich fragen, was euch nach Mistral bringt? Unser gemeinsamer Freund dachte, ihr könntet meine Hilfe brauchen. Dann könnt ihr mich vielleicht in einer kleinen Angelegenheit beraten. Die Maorma haben ein Abkommen mit Kenatis Rast. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Abkommen ist etwas, mit dem ich arbeiten kann. Dennoch wollen weder Botschafter Ulondil noch Oberhaupt Harani eine Kopie vorzeigen. Warum nicht? In der Tat, warum nicht? Die Behauptung, das Abkommen sei nicht gerecht und bindend, wäre unschicklich. Dennoch fürchte ich, dass es sich nicht ohne unmittelbares Nachfragen offenbaren wird. Würdet ihr mir in dieser Sache als meine Stimme bei Botschafter Ulondil und Oberhaupt Harani dienen? Ihr möchtet, dass ich Sie um eine Kopie des Abkommens bitte? Genau. Einem ganzen Chor aus Bitten könnte es gelingen, der Melodie Gehör zu verschaffen. Harani scheint besonders begierig darauf zu sein, diese Sache zu bereinigen. Doch ich fürchte, dass ihr wegen der Anwesenheit des Dominions die Hände gebunden sind. Doch das überlasse ich alles euch. Jo, und tschüss. Gut. Was ist denn das Ehrentitel der Khajiit? Mal kurz überfliegen, ob das relevant ist. Nee, ich glaube nicht. Aber falls es euch interessiert, blätter ich es mal für euch durch. Ihr könnt ja die Stopptaste drücken zum Lesen. Nächste Seite. Also ist, glaube ich, für unsere Quest nicht relevant, aber ihr habt die Wahl. Wir haben seit Generationen unser Abkommen mit dem Volk von Kenatis Rast eingehalten. Und so vergelten sie uns unsere Freundlichkeit? Wir werden es diesen diebischen Hochelfen nicht gestatten, in unseren Wassern Fuß zu fassen. Die Maorma erheben Anspruch auf Kenatis Rast. Rechtmäßig gehört diese Insel uns. Die Leute von Harani halten sie nur mit unserer Zustimmung besetzt. Wenn sie das Abkommen bricht, ist damit auch unser Waffenstillstand gebrochen. Wir werden uns unsere Insel zurückholen.
und die Khajiit werden den Preis dafür bezahlen. Wo ist dieses Abkommen? Wir bewahren unsere Kopie auf einer Insel weit fort von hier auf. Ich sehe keinen Grund, nach ihr schicken zu lassen. Ich werde diesen hochelfischen Dockratten doch nicht noch eine Gelegenheit verschaffen, uns unseren rechtmäßigen Besitz zu stehlen. Warum geht ihr nicht und belästigt Harani wegen ihrer Kopie? Und tschüss. Bist du Harani? Ja. Es ist schwer, sich seit dem Orkan an alle neuen Gesichter zu erinnern. Aber diese glaubt, wir haben uns schon getroffen. Willkommen in Mistral, Reisende. Möge euer Aufenthalt hier voller warmer Winde und weicher Sande sein. Der Silvenar möchte das, möchte eure Kopie des Abkommens sehen. Und ich habe ihm bereits gesagt, dass dies allein schon die Lage mit unseren langjährigen Verbündeten von den Maormer nur noch heikler gestalten würde. Sie empfinden die Ansprüche des Dominions auf unsere Insel als große Schmähung. Warum habt ihr ein Abkommen mit den Maormer unterzeichnet? Schaut euch um! Was für große Armeen seht ihr hier? Unser Überleben hängt davon ab, stets zu wissen, wann wir kämpfen müssen und wann wir uns mit Fremden gutzustellen haben. Das Abkommen hat uns über Generationen hinweg Wohlstand gebracht. Ich werde nicht diejenige sein, die es bricht. Und tschüss. Tja. Ich habe gehört, dass die Leute in diesem Turm der Lügen misshandelt und ausgehungert wurden. Ich frage mich, ob sie hungrig genug gewesen sind, um... Ach, egal. Der Turm der Lügen, das war, glaube ich, auf... in... Na, Kalthafen. War das der hier? Das war doch hier, oder? Genau, der Turm der Lügen. Da, so ein Gefangenenlager. Habe ich alles auf Video aufgezeichnet. Ihr braucht nur nach dem Turm der Lügen suchen, wenn ihr wissen wollt, was da los war. Konntet ihr ein Exemplar des Abkommens sicherstellen? Ulundil und Harani weigerten sich, ihre Kopie vorzuzeigen. Dann gibt es kaum Aussichten auf einen Kompromiss. Ich werde eine Pause in den offiziellen Gesprächen einberufen, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ihr begreift schon, was hier auf dem Spiel steht, ja? Gerade deswegen bitte ich euch, eine aktivere Rolle beim Aufspüren des Abkommens zu übernehmen. Ich tue das nicht leichtfertig. Was meint ihr? Ich kann nicht zulassen, dass die erste Handlung des Dominions auf Khenatis Rast eine kriegerische ist. Ich habe gehört, unser gemeinsamer Freund wüsste den Rum, der in einer Taverne hier in der Nähe ausgeschenkt wird, sehr zu schätzen. Vielleicht hat er ja einen Einfall, wie man an eine Kopie des Abkommens herankommen könnte. Ist Silvenar euer echter Name? Es ist ein Name, ein Titel und unsere heilige Stadt. Es ist eine Ehre, ein so wichtiges Wort mit sich herumzutragen. Und auch eine Bürde, weil es gelegentlich für Verwirrung bei Außenseitern sorgt. Nicht einmal die grüne Dame nennt mich bei meinem Geburtsnamen. Ich schätze, Edelon geht einem auch nicht gerade leicht von der Zunge. Wie lange habt ihr diese Stellung schon? Als Silvenar? Mir kommt es vor, als wäre es erst seit gestern. Aber die Falten in meinem Gesicht sagen etwas anderes. Oder meintet ihr als Gesandter des Dominions? Ich habe seit ihrer Gründung diplomatische Aufgaben für unsere junge Allianz übernommen. Also noch gar nicht so furchtbar lange. Was haltet ihr vom Altmeri-Dominion? Eine frisch gewachsene Frucht, noch ohne jeden Makel. Im Interesse des gesamten Bosmer-Volkes ist es mein Ziel, dass es auch so bleibt. Wenn ihr mit der grünen Dame sprecht, haltet ihr Betragen nicht für Abscheu vor dem Dominion. Sie vermisst einfach nur ihre Heimat, Valenwald. Wer ist die grüne Dame? Sie nährt mich und ich wiederum sie. Gemeinsam verkörpern wir die Erwartungen des Bosmer-Volkes. Einfacher ausgedrückt ist sie die Liebe meines Lebens. Außerdem wird sie missmutig, wenn ich in ihrer Nähe von ihr schwärme. Ich sage lieber nichts mehr. Aha, da ist einer verschossen. Okay. Gut, vielleicht können wir die Informationen zu unserem Vorteil nutzen. So, ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Der Questmarker zeigt aber anders hin. Ich bin halt neugierig, ihr kennt mich ja. Da ist noch jemand neugierig, ich bin also nicht alleine neugierig. Dietrich, nimm mal mit, ich habe nur noch 94, da bin ich ja fast blank. Nur noch 94, Dietriche. Da wird schon nichts Gescheites drin sein, oder? Ich müsste inzwischen alle lernbaren Bücher kennen. Ah, da brauche ich jetzt nicht, schleppe ich jetzt nicht mit mir rum. Auch nicht.
Jo, räumen wir mal eben die Punkte aus. Nö, nehme ich jetzt mit ihr nicht mit. Das ist Velayas Kram. Noch ein Dietrich, nehmen wir auch mit, ausnahmsweise. Hey! Die Papa, hallo! Endlich mal was Gescheites! Ich habe noch nie so ein lila Stilbuch gefunden. Klasse! Gut, werde ich später mal überlegen, wem ich das gebe. Gebe ich das Calrissia oder Velaya zum Lernen? Aber darüber mache ich mir später Gedanken. Das wäre dann eine von den Besonderen hier. Die vier hier, die sind ja Besondere. Fünf eigentlich Kaiserliche hat Calrissia nur, weil sie selber Kaiserliche ist. Mit Velaya habe ich den noch nicht, alles andere habe ich schon. Und die sind allesamt schwerer zu kriegen, diese fünf. Die anderen, die sind gar nicht so problematisch. Sie werden auch billig verkauft. Aber bei den lila Büchern, da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, die wirklich selber zu finden. Und das ist jetzt das Erste. Gut, dann hat sich das ja gelohnt, dass ich da oben die Schränke durchwühlt habe. Das freut mich. Dich freut mich. Sagt das Dominion heißt gut eingesperrt. Da ist Ras und da wieder. Ihr denkt, dass dieser bei der Arbeit ringt? Gut, dann denken es auch alle anderen. Was wird denn so gemunkelt, meine neue Freundin? Der Silvanar muss das Abkommen sehen, aber niemand will mit einer Kopie heraus. Ulongil will es sicher einfach nur nicht. Seine Viperenzunge ist scharf. Aber Harani hingegen kann es nicht, weil ihre Kopie gestohlen wurde. Das es braucht du? Nur drei Schluck, um die Zunge eines jeden Kanzleiangestellten zu lockern, falls ihr neugierig seid. Verstehe. Wer hat Haranis Kopie des Abkommens gestohlen? Eine gute Frage. Ras beantwortet sie mit einem interessanten Fakt. Ulondil hat am Tag des Diebstahls eine Wache vor seinen Gemächern postiert. Seine Raffinesse steht nur seiner angenehmen Persönlichkeit nach. Oh, und für das Botschaftspersonal sind es 5 Becher. 6 schalten sie aus. Moment. Das muss ich mir vielleicht merken. 5 Becher fürs... Moment. Mit 6 Bechern würde ich sie ausnocken. Okay, das merke ich mir mal. Seid ihr sicher, dass Ulondil das gestohlene Abkommen hat? Jemand muss sich in die Botschaft der Maorma schleichen, an der Wache vorbeikommen und die Privatgemächer von Ulondil durchstöbern. Oh, und das alles ohne Blutvergießen. Sonst kommt es zum Krieg mit den Maorma. Falls er nicht deutlich genug war, Ras spricht von euch. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwas vergessen. Der Pragmatiker in diesem würde sagen, es läge daran, dass ihr keine enge Verbindung zum Dominion habt. Der Optimist würde sagen, es läge daran, dass ihr eure Fähigkeiten schon mehr als einmal unter Beweis gestellt habt. Trefft uns an der Brücke, wenn ihr das Abkommen habt. Und tschüss. Gut, und was ist denn das für ein Zettel schon wieder? Sanftschnurr. Altes Dominion-Flugblatt. Werte Bürger von Kenatis Rast, zweifelsohne habt ihr die Anwesenheit von Vertretern des Talmor auf eurer schönen Insel bemerkt. Diese Gesandten des Altmeridominions sind Vorboten eurer strahlenden Zukunft. Prologet, denn die majestätische Goldflotte, der Stolz der Marine des Dominions, wird in Bälde im freien Hafen von Mistral eintreffen zum Zwecke umfangreicher Wiederaufnahme von Vorräten. Leert eure Bettenkastenwerte verdreifacht, eure Lagerbestände, Kaufleute, zahlreiche Soldaten des Dominions werden Geld mitbringen, das sie während ihres ausgedehnten Landurlaubs ausgeben wollen. Reichtum, Sicherheit, Einheit. Und was haben wir hier für ein Buch? Leitfaden für das Kochhandwerk. So die kaiserliche Legion, bla, bla. Das ist sicher nicht relevant, aber ich blätter es wieder für euch durch. Seid angeekelt von seiner kalten, schleimigen Nase. Viel Spaß beim Lesen.
In Deutschland streunen Rudel dieser furchtbaren Monster nachts durch die Straßen und lauern auf eure eigenen Angelegenheiten. Karte? Ja, ich kümmere mich gerade um meine Angelegenheiten. Wenn ihr dem Dominion beitretet, geht es nicht darum, was ihr verliert, sondern was wir voneinander erhalten. So ist recht. Was ist denn mit der los? Die schaut nicht gesund aus. Bekommen die schon ihr Fett weg? Irgendwie schaut die nicht gesund aus. Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohnerin. Wieso gibt's hier Hundehaufen? Fettnäpfchen gibt's bestimmt. Wieso schleicht der denn? Gewohnheitstier, hä? Zugang verboten. Ihr kommt hier nicht durch. Wetten das? Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Was bewacht ihr? Das geht euch nichts an. Geht und ärgert den Buchhalter. Er weiß einfach nicht, wann man besser den Mund halten sollte. Das nehme ich mal als Hinweis hin. Bist du der Buchhalter? Euer Silberfell. Meine liebste, wunderschöne Zali, ich habe euch wieder am Wasser gesehen. Die Sonne hat euer silbernes Fell glänzen lassen wie den lichten Tag. Ich hätte euch ewig zusehen können, aber es ist wichtig, dass ich die Botschaft überwache, also ging ich. Ihr solltet die Botschaft einmal besuchen, damit ihr selbst seht, wie wichtig ich bin. Wir könnten gemeinsam zu Abend essen. Ihr wisst wer. Aha. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Eigentlich nicht wirklich. Gut, jetzt. Das ist ein Balkon. Und das ist Caldrissia auf dem Balkon. Wenn der Sturm kommt, bekommen die schon ihr Fett weg. Ja, ist schon recht. Angespornt von dem Erfolg von vorhin, schaue ich natürlich wieder in die Truhen und so weiter. Ich habe ja schon lange nichts wirklich Gutes mehr gefunden. Also das mit dem Stilbuch der Barbaren, das war überfällig. Es war langsam schon frustrierend, überhaupt in Schränke reinzugucken. Ja, ich nehme mal an, der Wächter da hat diesen Brief geschrieben, den wir gerade gelesen haben. Den Tintenfass und leeres Papier untersuchen. Ihr seht leeres Papier auf dem Tisch des Schriftgelehrten. Das Tintenfass in der Nähe verströmt einen leichten Fischgeruch. Ein Brief an die Wachen von ihrem geheimen Schwarm fälschen. Jawohl! Findet einen Weg, die Wache außergewöhnlich. Das gefällt mir, das geht ja gut an. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Kleiderschrank durchsuchen. Nein, das wollte ich gerade nicht sagen. Was haben wir denn hier? Rotweizen. Oh, den nehme ich mit. Da kann man nie genug von haben, von Rotweizen. Und das hier? Ach, komm. So, dann nehme ich mal an, muss ich der Wache den Brief irgendwie unterjubeln. Weil ich schätze mal... Habt ihr euch verlaufen? Die Gemächer von Botschafter Ulondil sind für Besucher nicht zugänglich. Dann lügen wir mal, dieser Brief ist für euch gekommen. Was? Gebt ihn her! Oh, tschüss. Sie will sich mit mir treffen? Jetzt? Aus dem Weg! Den habe ich ja wirklich sauber über den Löffel Papier. Das gefällt mir. Er wollte das Abkommen von Kandaris Rast. Ja. Vertrag von Kandaris Rast. Es wird gleich die. Es wird festgehalten, dass die Bürger und Anführer der unabhängigen Insel Kenatis Rast anerkennen, dass die Vollzugsschwadronen der Maormer zu erheblicher Zerstörung imstande sind und ein friedfertiges und monetär vorteilhaftes Abkommen schließen wollen. Es wird festgehalten, dass beide Parteien anerkennen, dass Bedingungen für ein beiderseitig vorteilhaftes Bündnis gefunden werden müssen und dass
das Einbeziehen militärischer oder politischer Dritter sowohl für die Interessen der Maomer als auch für den Handelsvertrag von Mistral abträglich wäre. Unter der Schirmherrschaft des erlauchten und weisen König Orgnum, der Stimme des freien Volkes der Maomer, Befehlshaber über 12 Dutzend und ein mächtiges Schiffe, was? Wie bitte? Befehlshaber über 12 Dutzend und ein mächtiges Schiffe? Ergibt der Satz, egal, muss nicht alles Sinn ergeben. Treuer und tapferer Vertreter der Macht der Maormer und damit auch des niederen Volkes von Kenatis Rast werden die beiden Parteien in Zukunft die Bedingungen der Artikel dieses Vertrags einhalten. Artikel 1. In der Hafenstadt Mistral wird eine Botschaft errichtet, in der ein Botschafter der Maormer und seine Gefolgschaft tätig sein werden. Die Kosten tragen die Bewohner von Kenatis Rast, die sich bereit erklären, eine persönliche Dienerschaft mit nicht weniger als 15 Köpfen edelgewebte Wandteppiche, die die großzügigen und weisen Maormer darstellen, persönliche und verzierte Baumwollbettwäsche und einen Vorrat an einheimischen und importierten Spirituosen bereitzustellen. Ja, sag mal, Ansprüche stellen die gar nicht, hä? Artikel 2. Alle Personen und Vereinigungen, die über die Hafenstadt Mistral Handel treiben wollen, müssen sich ab sofort registrieren und das offizielle Wegerecht erwerben. Die Gebühren für die Registrierung werden vom Botschafter für jedes Schiff besonders festgelegt. Wer sich weigert, diese Gebühren zu entrichten, wird als feindlicher Agent behandelt, seine Waren werden konfisziert und er wird entsprechend dem Gesetz der Maormer eingekerkert. Die Führung der Maormer behält sich das Recht, vor jedes Schiff im Hafen und in den umliegenden Gewässern aus jeglichem Grund zu durchsuchen und alle Waren zu beschlagnahmen, die als Schmuggelgut gelten. Das ist doch eindeutig Schutzgeld, was die da erpressen. Artikel 3. Die Vollzugsschwadronen der Maormer werden keine unprovozierten aggressiven Handlungen gegen Handelsschiffe in der oder um die Hafenstadt Mistral vornehmen und sich außerdem nicht in genehmigte Handelstransaktionen einmischen. Alle derzeitigen Gefangenen der unterzeichnenden Parteien werden mit der Unterzeichnung unmittelbar freigelassen. Diese Schwadronen haben das Recht zur Selbstverteidigung oder bei angemessenem Verdacht feindlicher Aktivitäten zu handeln. Als Anerkennung der Nicht-Einmischung der Maormer werden am 15. jedes Monats 15% aller Registrierungsgebühren und Abgaben an die Botschaft entrichtet. Ja, schöner Knebelvertrag, ne? Ein gemeinsamer Feiertag wird festgelegt, um an die Unterzeichnung am heutigen Tag zu erinnern. Die Kosten dieses Feiertags tragen die Bewohner von Mistral, die damit beweisen, dass Frieden zwischen den Parteien herrscht und sie sich an den Vertrag halten. Die lange Texte machen mich müde. Die Feierlichkeiten werden den Namen Ruhm der Schlange tragen. An diesem Tag werden Würdenträger der Maormer und ausgewählte mehr Menschen und andere wichtige Personen auf die Insel Kenatis Rast eingeladen, wo sie mit einem Festmahl, Musik und Freude den gemeinsamen Erfolg und die Harmonie zwischen den Partikeln feiern können. Jetzt langsam, aber langsam. Artikel 4, Zusatz 1. Die Teilnahme an den allgemeinen Festlichkeiten während des Ruhms der Schlange ist Bewohnern der Hafenstadt Mistral gestattet, obgleich die Teilnahme am Festmahl den eingeladenen Maormer, dem Bürgermeister von Kenatis Rast und bis zu drei weiteren Gästen vorbehalten sind, die der Bürgermeister auswählt und der Botschafter genehmigt. Gott, das Essen wird von Köchen der Maormer zubereitet, die Musik wird von Musikern der Maormer gespielt und unter keinen Umständen wird das abstoßende Gericht gezuckerter Stinkfisch serviert. Artikel 5. Der Botschafter und das Volk von Kenatis Rast verpflichten sich, alle 10 Jahre die Bedingungen zu überprüfen, notwendige Zusätze zu verhandeln und ihren gemeinsamen Wunsch nach dauerhaftem und rentablen Frieden zu bestätigen. War es das dann endlich? Gott sei Dank. Also Leute, wer das jetzt wirklich bis zu Ende angehört hat, verdient meinen Respekt. Das war eine Menge Text. Und ihr habt mein vollstes Verständnis, wenn ihr nach, was weiß ich, nach der ersten Minute die Ohren auf Durchzug geschaltet habt. Ich fürchte, da ist noch mehr Text. Das haben wir schon gelesen, Gott sei Dank. Hüter des Grüns.
Ich blätter das nur durch. Das dürfte eine Wohltat sein nach der langen Lesung. Viel Spaß beim noch mehr Lesen. Boah, ey. Krass. Mir klingen die Ohren. Also, ich hör mich ja selber über Mikro. Über Headset, ja. Hör ich mich selber. Und das ist auch gut so, weil da kriege ich mit, ob ich verständlich rede oder nicht. Was wollte ich jetzt eigentlich? Rasen da, dass das Abkommen bringen. Gut. Wenn ich wüsste, wie lange das hier noch geht. Macht keine Schwierigkeiten. Ich denke, da bin ich falsch. Wenn der Sturm kommt, bekommen die schon ihr Fett weg. Ja, schon. Noch nicht. Eine? Hä? Nein, da will ich ganz bestimmt nicht hin. Ach, da ist doch wieder diese blöde Wand. Ich falle jedes Mal drauf rein. Da ist so eine komische Wand, um die muss ich drum rum. Wie lange dauert es noch, bis wir wieder in See stechen? Jetzt will ich doch mal wissen, was mit der los ist. Es wird gut sein, diesen verdammten Felsen zu verlassen. Wie halten es die Katzen aus, die ganze Zeit so still zu stehen? Das ist wohl eine Matrosin und so wie die ausschaut, so blass ist ihr ganz schlecht, weil sich der Boden nicht bewegt. Okay. Ich mache hier mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.